Weil wenn ich jetzt sterbe, muss ich natürlich erstmal wieder unten das Wappenstück einsetzen und wieder den Aufzug rennen, ne? Und so weiter und so fort. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Moin! Ich war in diesem Geschoss in jedem Raum eigentlich. Also ich müsste tatsächlich irgendwo noch was übersehen haben. Was ich ja nicht mal ausschließen will. Ich schließe ja gar nicht aus, dass ich irgendwo vielleicht was übersehen habe. Ja, natürlich macht man da realistisch gesehen auch. Oh, geil. Auch Geräusche. Aber ja, so ganz, ganz unfair will das Spiel ja dann vielleicht doch nicht sein, ne? Dafür bist du ja auch, sag ich mal, sobald dich ein Gegner findet und erwischt, bist du ja auch tot, ne? Und wirst dann an letzten Speicherpunkt, an den letzten manuell getätigten Speicherpunkt, ich betone das nochmal, zurückgesetzt. Und das ist ja schon ein bisschen fies. Deswegen sollte ich jetzt eigentlich auch. Warum bin ich jetzt hier hingegangen? Ich hätte eigentlich erstmal wieder speichern sollen. Oder habe ich gespeichert? Ich weiß es nicht mehr. Kann man auch leise atmen? Vermutlich. Egal. Also, mir wird jetzt leider nichts anderes übrig bleiben, liebe Freunde, als hier nochmal irgendwie jeden Raum abzuchecken, ob hier noch irgendwo. Was ist das denn? Nichts. Okay. Ob hier noch irgendwo dieses Ro. Aloha. Yo. Sehr schön, der ging da raus. Ich muss immer erst gucken, wo ich bin. Ey, ich sehe nichts hier auf dieser Karte. Also. Ja, also ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal wieder hier rechts gehen und dann wieder speichern. Also lieber speichere ich einmal zu viel als einmal zu wenig. Wenn man übrigens zu lange die Luft anhält, ja, dann. Und der kriegt halt keine Luft mehr. Dann atmet der automatisch wieder aus und dann wird das aber laut. Und dann wird der gehört. Das wollen wir ja nicht. Soll ich da reinspringen? Ist auch laut. Egal. Sollte übrigens einer von euch beiden Lust haben. Nur sollte einer von euch beiden Lust haben. Könntet ihr für mich mal im Internet gucken, wo ich dieses rote Wappenfragment finde? Ich möchte euch hier nicht mit sinnlosem durch die Gegend stapfen und suchen langweilen. Was nachher vielleicht überhaupt nichts bringt, weil ich es eh nicht finde. Ja, es ist immer noch der erste Stock. Ja, das ist der erste Stock. Ich habe im letzten Stream damit angefangen und ich war jetzt, also bis jetzt im heutigen Stream bin ich leider hier auch schon beschäftigt. Hab jetzt allerdings auch schon ein bisschen was gemacht. Also bin auch ein paar Mal gestorben, musste, wie gesagt, vom letzten Speicherpunkt dann wieder starten. Deswegen speichere ich jetzt lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Also entschuldigt mir auch bitte das, dass ich nach. Dass ich das jetzt tue, weil ich will da natürlich ungern hier irgendwie grob eine halbe Stunde Spielzeit nachholen müssen, ne? Nur weil ich irgendwie mal nicht gespeichert habe, ne? Ist mir heute schon ein paar Mal passiert und das nervt. Das nervt nicht nur mich als Spieler, das nervt auch euch als Zuschauer, wenn ihr schlicht und ergreifend keinen Fortschritt seht. Es kann natürlich auch sein, ihr amüsiert euch köstlich über meine Fails. Das ist natürlich auch legitim, denn immerhin gibt es ganze Kanäle, die sich damit beschäftigen. Ja, okay. Dann wünsche ich dir auf alle Fälle viel Spaß. Ich danke dir, dass du da warst, wenn es auch nur kurz war, aber ich freue mich ja,
wenn zumindest mal vorbeigeschaut und Hallo gesagt wird, ne? Das finde ich immer wieder toll, dass man mich auch nicht vergisst. Und Tschüssikowski. Der Senpai ist noch da. Senpai, wenn du noch da bist. Vielleicht magst du mal gucken, wo ich das rote Wappenfragment in Maid of Scare finde. Denn ich bin. Aha. Denn ich bin der Meinung, hier schon überall gewesen zu sein. Wo sind wir da? Will der mich eigentlich. Moment, der hatte mich schon mal erschreckt hier. Nee, der hat sich erledigt. Muss ich vielleicht. War ich eigentlich schon in dem Raum drin? Muss ich da irgendwie rein? Geht das? Ich weiß es gar nicht mehr. Bin ich da jemals drin gewesen? Würde mich ja nicht wundern, wenn das rote Wappenfragment da drin wäre. Das ist auch immer noch ein Ausrufezeichen, ne? Normalerweise gehen die ja weg, sobald die erledigt sind. Also von dem her. Ja. Von dem her müsste ich das eigentlich jetzt da mal machen, ne? Sollte ich das tatsächlich in all dem Dusel vergessen haben, in den Raum zu gehen? Ja, nee, oder? Kommst du richtig verfolgt vor hier in dem Spiel? Der wird ja hoffentlich jetzt vorbeilaufen und nicht hier reinkommen. Bestimmt. Oder dreht wieder um. Okay. Also. Also Senpai, wenn du Glück hast, brauchst du gar nicht so viel suchen. Ich habe das vorher schon gesehen, dass das Ausrufezeichen da immer noch steht. Ich muss es tatsächlich. Muss es tatsächlich. Also wirklich. Ah ja, den sollte ich meiden. So, du wirst hier nicht reinkommen, oder? Sehr Dank. Also ich nehme an, wenn der mich sieht, dann ist hier Feierabend, ne? Wie gesagt, ich glaube, ich gehe mal spaßhalber speichern und laufe dann wieder hierher. Und schau da mal, was passiert. Ja, das interessiert mich jetzt schon. Ja, den Spaß können wir uns machen, ne? So, dann gehe ich mal das Wappenteil anbringen. Vielleicht lassen wir den Kollegen erstmal. Obwohl, der läuft eh nicht hier lang, oder? Aber der.
nachdem ich das hier angebracht habe. Gehen aber auch erstmal hier rein, ne, wenn die Herrschaften da jetzt gerade... Ne, die wurden jetzt natürlich durch die Geräusche angelockt. Ist ja klar. Oh, ich kann aber eigentlich auch da durchgehen. Das Problem hat sich selbst gelöst, ja. Aber danke, dass du nachgeschaut hast, auf jeden Fall. Jetzt bin ich tot. Ich habe ja Gott sei Dank kurz vorher gespeichert. Gespeichert, ne, leider. Egal. Ja. Hinzu kommt, dass ich ja eigentlich sowieso generell immer länger für Spiele brauche, als sie angegeben werden, ne? Also. Ich glaube, Layers of Fear 2 war auch so mit 5 bis 6 Stunden, oder? Ich habe locker 9 oder 10 dafür gebraucht. Hallo? Drücken! Drücken Sie doch! Das wäre jetzt was gewesen, ey. Ja, 5 bis 6 Stunden für dieses komplette Spiel. Ich kann ja nachher mal gucken, wie lange meine Streams bis jetzt insgesamt sind. Aber ich habe allein den vor 2 Wochen, der ging, glaube ich, allein schon 4 Stunden. Heute bin ich jetzt schon 3 Stunden dran, also sind wir schon bei 7. Ne? Und davor habe ich ja auch ein bisschen gespielt. So, wo sind wir denn jetzt? Ich will auf jeden Fall meinen zweiten. Ah, und vielleicht komme ich mit diesem Aufzug auch in diesen besagten Keller, diesen anderen Keller, wo ich den vierten Zylinder dann finden soll. Schauen wir mal. Wie geht's dir sonst so, Senpai? Erzähl mal ein bisschen. Aufgabe wurde aktualisiert. Hallo. Zweites Stockwerk. Suche im Hotel nach Zylindern. Ja, der Zylinder sollte ja hier irgendwo sein im zweiten Stock. Und finde einen Weg auf den Dachboden. Da sollte ich dann auch noch hin. Ja, genau. Natürlich war das geplant. Nee, war es nicht. So, es klingelt hier wieder das Telefon. Das klingelt auf jedem Stockwerk. Da ruft nämlich meine Holde an, die irgendwo angeblich auf dem Dachboden gefangen gehalten wird. Thomas? Hallo, ja, ich bin's. Thomas? My uncle Abraham might be on the second floor now. Wenn das mal nicht der Muskeltyp ist aus dem ersten Stock, der Onkel Abraham. No, but I heard somebody crashing around a few moments ago from somewhere below me. My uncle was not a man to be trifled with before. And now, I am not sure he's a man at all. He's a brute, Thomas. I pray you be careful. There is a way up to the attic, through my father's rooms in the west wing. You should be able to reach me that way. Und da ist meines Erachtens, glaube ich... Please take care, Thomas. Da ist meines Erachtens, glaube ich, auch der Zylinder. Ja. Diese Telefongespräche sind leider auch nicht besonders erfüllend, sage ich jetzt mal, obwohl man verschiedene Antwortmöglichkeiten hat. Man muss sie ja eh alle benutzen, ja, von dem her macht es eigentlich gar nichts aus. Hier geht ein bisschen Blut lang, so wie es aussieht. Also dieser Effekt, dieser vermeintliche, ich kann mir aussuchen, was ich frage, Effekt, der... Wirkt sich eigentlich überhaupt nicht aus. Am Ende muss man eh alles fragen. Schauen wir mal, ob hier irgendwo ein Speicherpunkt ist, weil das wäre geil. Ja, das stimmt. Na, er hat ja, vielleicht sagt er später noch was. Zumindest mal so Sachen wie... Und macht er ja, ne? Ist ja nicht so, dass er ganz stumm wäre.
So, jetzt muss ich mich hier ein bisschen genau umsehen. Also muss ich eigentlich nicht, aber mache ich, weil ich bin neugierig. Oh, viel bringt die Neugier, glaube ich, nicht in dem Fall. Ja, ist ja gut. Ja, okay. Also, dann nehmen wir die Tür. Okay, jetzt scheinen wir in einen deutlich größeren Bereich hier zu kommen. Jetzt, Sedle. Was? Ah, so, okay. Ja, da gehen wir doch gerade mal weiter in die Richtung. Der Onkel sei wohl hier. Westflügel. West Wing. Wo ist denn Westen? Das muss da rüber sein, nach links, ne? Oh, guck mal. So. Unten links, da ist der nächste Zylinder. Beziehungsweise im Erdgeschoss ist ein Raum, in dem steht ein Projektor. Und der zeigt, wo die Zylinder sind in der Karte. Und es kann sein, dass er sich das jetzt automatisch da reinschreibt, weil er es gesehen hat unten. Ich hatte bisher allerdings nicht den Eindruck, dass er sich automatisch irgendwelche Notizen in die Karte macht. Ist auch schon wieder so eine Spieluhr am Spiel, die in diesem Spiel allgegenwärtig sind. Wurde er ja, ich kann mir fast keinen Bossgegner vorstellen in dem Spiel. Höchstens, dass er eben sehr groß und kräftig sein könnte. Vielleicht noch ein bisschen schneller als die anderen. Wo bin ich jetzt? Ah ja. Moment. Also ich will wirklich mal sicher auf Nummer sicher gehen. Also jetzt gehe ich wieder links. Hier links lang. Okay. War das Onkel? Gibt's hier einen Speicherraum? Ich muss. Ich will irgendwo speichern. Am liebsten, ey. Weil wenn ich jetzt sterbe, muss ich natürlich erstmal wieder unten das Wappenstück einsetzen und wieder den Aufzug rennen, ne? Und so weiter und so fort. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Moin! Boah, also. Oh. Also ich bin ja was gewöhnt, ne? Okay, also jeden Schlüssel, der da lag, den benötige ich auf jeden Fall im ersten Geschoss. Also im ersten Stock. Schauen wir mal. Der Schlüssel ist jetzt jedenfalls weg. Den brauche ich, wie gesagt, eigentlich im ersten Stock. Da ist nämlich noch eine Tür. Der Onkel war nun ziemlich groß und kräftig. Hat mal gesehen. Dem wollen wir jetzt wohl nicht unbedingt gleich begegnen. Aber wir müssen uns ihm früher oder später, sage ich jetzt mal, stellen. Da komme ich schon her, oder? Ja, ja. Wieso sieht das alles so anders aus? Ja doch, da bin ich doch hergekommen. Ja, ja, passt alles. Alles schön. Ah ja. Oh, guck mal. Gut, dass ich hierher gekommen bin. Brief von Prudence an Elizabeth. Meine liebe Elizabeth. Auch wenn ich diese Zeilen schweren Herzens schreibe, da ich weiß, dass uns nicht mehr viel Zeit bleibt, darfst du niemals vergessen, dass ich dich liebe und schätze. Es gibt vieles mehr, was ich dir hätte erzählen sollen. Dieses Haus und diese Meerestiefen, die es umgeben, sind voller Geheimnisse. Viele von ihnen zu schrecklich, um sie zu lüften. Jetzt muss ich das wieder zurecht tangieren hier. Und ich fürchte, dass ich mitschuldig an ihnen bin. Ich war ein junges Ding, das hin und weg war von Hochmut, vom Hochmut deines Großvaters und Vaters, von der Aussicht auf Reichtum und Ruhm durch ihre Entdeckungen. Sollte es im Diesseits eine Gerechtigkeit geben, wie man sie im Jenseits zu erwarten gelernt hat, bezahle ich den Preis für meine Taten. Mein einziger Wunsch lautet, dass nicht auch du für meine Sünden büßen musst. Wurzel. Ja, also ich muss, das ist so ein weiterer Kritikpunkt an dem Spiel. So einfach mal eben ganz locker flockig hier, ne, durchlesen. Geht nicht. Du musst den rechten Stick nur antippen, dann geht das hier schon ab wie Schnitzel.
Ich hätte viel mehr machen können und müssen. Am meisten bedauere ich, dass mir die Stärke gefehlt hat, das Scare-Hotel zu verlassen. Dass ich dich nicht von diesem vermaledeiten Ort weggebracht habe. Dass ich so dermaßen stark im Bann des Ganzen gestanden habe. Diesen meinen Fehler sollst du jedoch nicht wiederholen. Verlasse diesen Ort. Warte keine Sekunde länger, als ich... Warte keine Sekunde länger. Lass dich nicht vom honigsüßen Gesang verführen, meine geliebte Tochter. Vergieße bitte keine Tränen für mich, aber sei dir gewiss, dass ich dich von ganzem Herzen liebe. Deine dich liebende Mutter Prudence. Ja, die war auch einst eine Maid of Scare. Kann also besonders gut singen und mit ihrem Gesang Menschen in ihren Bann ziehen. Das ist so ein bisschen auf den Sirenen basiert. Oder basiert so ein bisschen auf Sirenen. Auf dieser Sage. Nee, ich denke nicht, dass das für Scare im Sinne von Angst oder im Sinne von Erschrecken stehen soll. Vielleicht doch, ist vielleicht ein walisisches Wort, das eben jenes äußert, das weiß ich nicht genau. Aber ich glaube fast nicht, das ist einfach nur der Name des Hotels und vielleicht soll es ein bisschen nach Scare klingen. Ja, beziehungsweise das tut es ja. So, jetzt haben wir ein bisschen gehustet, da müssen wir auch aufpassen, denn da werden wir auch ganz gerne mal gehört. Jetzt gucken wir mal, wo wir sind. Jetzt laufen wir geradeaus, dann links und dann gleich wieder links in die Tür, wenn das irgendwie geht. Musik hat sich jetzt auch geändert, nachdem sich der Onkel soeben gezeigt hat. Okay, ich höre wieder so eine komische Spieluhr. Jo, haben wir das auch. Nicht, dass wir diese unbedingt bräuchten, die sind optional. 20 Stück gibt's. Jetzt müsste ich, glaube ich, 8 haben. Ja, genau, 8 von 20, also 12 fehlen noch. Ich bin aber auch der Meinung, also mindestens eine oder zwei habe ich schon nicht gefunden, beziehungsweise eine habe ich mal gesehen, wo sie stand, aber ich bin da nicht mehr hingekommen. Ich bin da nicht herangekommen, ich weiß nicht, was die da sollte. Vielleicht komme ich auch später nochmal dahin, wenn ich will. Schauen wir mal. Aber die Tatsache, dass ich noch nicht mal die Hälfte der Spieluhren habe, lässt mich natürlich auch ein bisschen daran zweifeln, dass ich schon die Hälfte des Spiels habe. Und wohlgemerkt, es ist mit einer Gesamtspiellänge von 6 Stunden, 5 bis 6 Stunden angegeben. Und ich spiele schon 8, glaube ich, und habe noch nicht mal die Hälfte. Ah, yeah. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich da auch ganz gerne. Ich habe sehr, sehr oft sterben müssen und sehr, sehr oft an einem weit, teilweise noch weiter entfernten Speicherort wieder starten müssen. Kann durchaus sein, ja. Also mehrere Enden wüsste ich jetzt nicht, keine Ahnung. Also habe ich jetzt noch nichts, glaube ich, von gehört, dass es mehrere Enden gibt. Am Ende kann ich ja eh bloß eins erreichen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein zweites Mal werde ich dieses Spiel nicht spielen. Ziemlich sicher nicht. Das ist jetzt ganz interessant hier. Ach, das ist so eine Dingsbums-Kartusche gewesen, glaube ich. Ich gucke gerade mal, ob ich neue gekriegt habe. Jetzt habe ich schon vier. Da steht doch 4, oder? Eine kleine 4. 4 Schallmodulator-Kartuschen. Ich glaube, ich kann Onkelchen bloß mit diesem Schallmodulator bekämpfen, beziehungsweise mich gegen ihn zur Wehr setzen. Dieser Schallmodulator ist ein Gerät, das einen extrem lauten Schall oder halt eine Schallwelle erzeugt, was die Gegner in der Umgebung lähmt. Eine kurze Zeit. Die stehen dann da, halten sich die Ohren so zu, oioioi, tut weh und so, ne? Und in der Zeit kannst du relativ unbemerkt an denen vorbei schlüpfen. Und das ist ganz cool. Eieiei, Entschuldigung. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass wir das für Onkelchen vielleicht unbedingt benötigen. Na?
Allerdings sollte ich jetzt wirklich langsam mal einen Speicherplatz hier finden, ne? Das wäre echt geil. Wenn ich jetzt sterbe, ich sag's nochmal, wenn ich jetzt erwischt werde von irgendjemandem, dann fange ich wieder im ersten Obergeschoss an, setze wieder das rote Wappenteil ein und renne wieder in den Aufzug. Ja, ist ja gut. Geht's da rein? Ja, machen wir mal. Mit der Hoffnung, dass hier jetzt irgendwo vielleicht mal ein Phono-Dingenskirchens rumsteht. Genau, sowas da. Und da hören wir jetzt auch gleich eine Tonaufnahme. Time has run out. Father intends to use his grand harmonium, the machine he has devised tonight, to use the recorded song of that lamentable creature on the household and staff. A dress rehearsal for his grand reopening. One final test before. Oh, I'm not ready. I've tried to compose it myself. Tried until my fingers bled on the keys and my voice cracked. But at last, two composers of the countersong have arrived at the hotel. I must speak with them before the dress rehearsal. I can only pray that this will be enough. I could leave still, slip away. I've thought about it again and again in recent days, but that would only be condemning the others to my father's experiments. No. I must face our family's sins. And if I must, I shall pay the price. Oh, I wish it were not so. I wish I did not have to face this alone, as I fear my strength and resolve might fail. Thomas, where are you? I need you now more than ever, my love. Sollte es das gewesen sein an dieser Stelle? Okay. Oh, interessant. Was ist denn das? Wer bist du? Wer ich? Alter, ich bin ich. Hier knarrt's wieder. Ja, also wie gesagt, ich werde selber nur ein Ende erspielen. Ich denke nicht, dass ich dieses Spiel danach nochmal spielen werde. Ich speichere jetzt nochmal. So, und dann bin ich jetzt gerade eben schon subtil von meiner Freundin darauf hingewiesen worden, ob ich nicht langsam ins Bett kommen möchte. Jetzt weiß ich nicht, ich würde vielleicht noch eine halbe Stunde machen, Senpai, wenn du möchtest. Aber viel länger leider auch nicht, weil morgen auch noch ein paar Sachen anstehen. Okay, dann machen wir das so. Wunderschön.